Spinger Loch ist eine Engstelle im rheinischen Schiefergebirge, hier am Mäuseturm und bei der Burg Ehrenfels. Lange Zeit konnte die Schifffahrt diese Engstelle nicht passieren. Es gelang erst im 17. Jahrhundert, als man eine Felsbarriere in das Felsriff sprengte. Von dem Felsriff sind heute noch drei Felsen übrig, die sogenannten Lochsteine. Ich schwenk mal kurz rum. Hier kann man noch mal die Engstelle sehen, genau. Da quälen sich die Schiffe durch. Und zuerst mal jetzt einen recht schönen guten Morgen hier aus Bingen. Meine Rheinradreise geht weiter. Ich habe zwei Tage geplant. Heute geht es nach Andernach, wo eine Übernachtung geplant ist. Und morgen geht es dann zum Endziel weiter, nach Köln. Und da fahre ich dann wieder mit dem Zug zurück nach Hause. Und jetzt werde ich gleich das Mittelrheintal entlang fahren. Ich schwinge mich auf mein Fahrrad und meine Rheinreise entlang des Rheins geht weiter. Das Wetter ist heute nicht ganz so schön. Ich hoffe, man kann trotzdem alles gut erkennen. Aber es soll ja besser werden, schon gegen heute Abend zu. Und morgen soll es auch ein schöner Tag geben. Und da vorne kommt schon wieder die nächste Burg. Wir sind jetzt ungefähr bei Rheinkilometer 535. Nächster größere Ort ist dann St. Goarshausen. Es sind circa noch 20 Kilometer und die ersten schönen Burgen hier im Mittelrheintal haben wir auch schon gesehen. Ich bin jetzt durch Niederheimbach gefahren und wie ihr seht, geht es bei mir immer direkt an der Bahnlinie entlang und auf der anderen Seite ist auch die Bahnlinie. Da kommen dauernd Züge rechts und links und in der Mitte fließt der Rhein und da kommen die Schiffe. Und das Wetter ist auch besser geworden.
Jetzt wird es richtig gut. Kurz angehalten, hier bei der Burgruine hinter mir. Das müsste eigentlich die Burg Fürstenberg sein. Ich habe mir auch mal einen Burgplan ausgedruckt. Den zeige ich euch mal ganz kurz. Hier ist er. Und da sieht man mal, wie viele Burgen hier sind im Mittelrheintal. Das sind so einige. Ja. Ich glaube, ich habe sie noch gar nicht alle gesehen, aber so 20, 30 werden es bestimmt sein. Mittlerweile sind auch immer mehr Radfahrer jetzt unterwegs und ich bin jetzt auch gleich in Baggerach. Das war doch ein schöner Ort, das Baggerach. Und ich fahre jetzt hier direkt neben der Bundesstraße entlang. Und gegenüber links sind dann die Gleise. Und es geht immer direkt weiter am Rhein entlang. Ja, nicht gerade in ungefährlicher Job, was die Jungs da oben machen auf den Felsen. Und ja, der Ort auf der anderen Seite, wo ich gerade vorbeigefahren bin, habe ich gelesen, heißt Kau. Und nach St. Goarshausen ist es jetzt auch nicht mehr weit. Und vor allen Dingen zum Loreleifelsen. Oberwesel ist erreicht. Rhein-Hunsrück-Kreis. Okay.
bin ich auch angekommen am Loreley-Felsen, der weltberühmt ist und ist auch eine gefährliche Engstelle für die Schifffahrt. Hier sind schon einige Schiffe gekentert. Das letzte war, glaube ich, das Schiff Waldhof. Ich glaube 2011 oder so ist es hier gekentert. Und hier finden auch einige Festspiele statt an der Loreley. Ist immer gern gesehen und ein beliebter Ausflugort. Ja, die Loreley, die liegt ungefähr so bei Rheinkilometer 554 und ich bin jetzt durch St. Goar gefahren und die St. Goar kann man auch übersetzen nach St. Goarhausen. Zwei schöne Städte, die ihr gesehen habt und wieder sehen wir immer wieder schöne Burgen und Schlösser. Wie die alle heißen, weiß ich nicht immer gleich auswendig. Das eine oder andere werde ich euch vielleicht mal einblenden, dann mal sehen, wie es kommt. Ja, und mit dem Wetter ist jetzt, ja, ich denke, die Sicht war einigermaßen gut, aber da kann man jetzt halt auch nichts machen. Ne? Was ich euch noch sagen wollte, wir fahren jetzt durch komplett Rheinland-Pfalz. Vorher war ja beim Mittelrheintal noch auf der rechten Rheinseite Hessen angegrenzt. Ja, hier kurz vor Bad Salzig, das sind noch ein paar Kilometer, habe ich jetzt mal wieder angehalten. Ich werde jetzt mal eine kleine Pause machen und was essen. Hier habe ich zwar keine Bank, aber direkt hier neben der Straße und dem Rhein, da kommen immer nur so Ausbuchtungen, wie ihr hier seht, mehr ist da nicht. Aber ich will jetzt auch nicht mehr länger machen. Kurze Pause, bin ich wieder on Tour. Ich habe zwei Brötchen gegessen, ein paar Trauben. Ja, am nächsten Wochenende, jetzt, das bekommt, haben wir nämlich Ostern. Wir haben jetzt, ja, habe ich noch gar nicht gesagt, wir haben den 17. April 2019.
Salzig ist jetzt auch passiert. Und da vorne, nächster Ort, kommt jetzt gleich Bobbert. Bobbert liegt jetzt hinter uns und ich wollte noch kurz was zu der Burge sagen. Die sind also im 12. bis 14. Jahrhundert erbaut worden und sage und schreibe auf 65 Kilometer sind es bis zu 40 Burgen und nach Koblenz sind es noch 21 Kilometer und wir sind jetzt bei Rheinkilometer 572. Ja, links, auf der linken Seite hat es jetzt wieder ein bisschen gewechselt. Da haben wir nicht mehr diese Schieferfelsen. Jetzt haben wir hier die Reben. Hier haben wir also ein bisschen Weinbau. Hier unten am Rhein, habe meinen Akku kurz gewechselt und hier ist ein bisschen ruhiger, jetzt fahren wir nicht mehr direkt an der Straße entlang und wir sind im Koblenz-Mayen-Kreis. Ja, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass mein Vorderreifen Luft verliert. Ich habe mal wieder ein bisschen aufgepumpt. Wenn es halt gar nicht geht, müssen wir halt schauen, dass wir wechseln. Wir sind jetzt schon in der Vororte von Koblenz. Ich versuche jetzt mal auf jeden Fall bis nach Koblenz noch zu kommen. Ja, mir ist gerade was aufgefallen. Da vorne zwischen den Bäumen schaut das Schloss Stolzenfels durch. Und da auf der anderen Seite, auf der linken Rheinseite, da fließt die Lahn in den Rhein. Da ist auch Lahnstein. Das war mir jetzt noch wichtig zu sagen.
Das habe ich irgendwie ganz versäumt. Gut, weiter geht's. Kurz vor Koblenz geht es jetzt hier nochmal durch so ein Waldstück. Um meinem Reifen habe ich nochmal ein bisschen Luft gegeben. Der muss durchhalten. Bin ich auch in Koblenz angekommen. Direkt jetzt hinter mir seht ihr die Festung Ehrenbreitstein und da ist auch noch die Seilbahn, die über den Rhein geht. Die wurde bei der Bundesgartenschau 2011 erbaut. Ihr kennt ja also mit der Seilbahn über den Rhein. Ich fahre jetzt noch schnell vor zum Deutschen Eck und dann geht es auch gleich weiter. Und jetzt angekommen am Deutschen Eck hier in Koblenz. Hier sieht man die Mosel, kommt hierher und fließt bei Koblenz in den Rhein. Koblenz bin ich noch ein Stückchen die Mosel hochgefahren, habe die Mosel überquert und bin dann wieder der Rhein runtergefahren. Und jetzt sind wir hier wieder fast am Rhein in Koblenz, ja, in der Vorde. Es geht langsam raus aus Koblenz und hier ist wieder gerade im Moment Industriegebiet. Es wird hoffentlich gleich anders.
Industriegebiet von Koblenz bin ich jetzt auch draußen. Und nach Andernach sind es noch 16 Kilometer. Hier kann man jetzt schön wieder am Rhein fahren und seit Koblenz hat sich die Gegend hier auch verändert, wie man sieht. Ist alles wieder ein bisschen flacher geworden, wir haben nämlich die Steilhänge hier und die Bahn ist auch verschwunden nebenan. Ja, okay, und bald sind wir in Andernach, aber ein bisschen ab muss ich noch fahren heute. Und was jetzt auch schön ist, das Wetter wird immer besser, die Sonne kommt immer mehr raus. Bei Rheinkilometer 603 habe ich gesehen. Nach Andernach sind es ca. noch 10 Kilometer. Dann ist Schluss für heute. Und im Moment ist es schön bequem zu fahren. Und ich denke, mein Reifen wird auch halten. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Die Europa! Okay. Mir liegt jetzt das Kraftwerk Müller im Kärlich, das habe ich passiert, und vor mir liegt der Ort Weißenturm und auf der rechten Rheinseite kommt dann Neuwied und nach Weißenturm müsst ihr dann gleich Andernach kommen. Weißenturm ist erreicht. Während ich jetzt die letzten Kilometer auf Andernach zurolle, möchte ich mich bei euch verabschieden.
Es war heute wieder wirklich sehr schön, am Rhein entlang zu fahren, durch das rheinische Schiefergebirge mit den schönen Burgen. Es ist nur zu empfehlen, den Abschnitt mal selber zu fahren. Man muss nur sehen, wenn man auf die anderen Rheinseite kommt, es gibt da wenig Brücken. Ich mache mich jetzt ab zu meiner Unterkunft und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Etappe, wenn es Richtung Köln geht. Tschüss!